Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Ich bin Cryon vom magnetischen Dienst. I have a message. Ich habe eine Botschaft. And it's a controversial one. Und das ist eine strittige Botschaft. It's not controversial from my part. Von meiner Perspektive aus ist sie unstrittig. It's humans that make it controversial. Die Menschen machen sie zu einer strittigen. Sometimes I will speak profound, beautiful, loving truth. Manchmal spreche ich tiefe, liebevolle Wahrheit. But because it's not what you were taught. Aber weil es nicht eure Zeit ist, it becomes controversial. Wird es dann strittig. Sometimes there's a group who will stand up and leave. Manchmal gibt es eine Gruppe, die einen Glauben anhängt. Because of the things I will say. Aufgrund der Dinge, die ich sage. It truly is free choice, dear ones. Es hat wirklich mit freiem Willen zu tun, ihr Lieben. Gives you that ability to believe what you were taught. Gibt der freie Wille dir die Fähigkeit, das zu glauben, was dir beigebracht wurde? Whether it makes sense or not. Ob das jetzt einen Sinn ergibt oder nicht. But I will continue to give you truth. Und wenn das so ist, dann werde ich weiterhin euch Wahrheiten geben. There are those who say there are many levels of truth. Es gibt welche, die sagen, es gibt auch viele Ebenen der Wahrheit. Indeed there are. Und das ist auch tatsächlich so. But when it comes to the core truth, there's only core. Aber wenn es zu den Kernwahrheiten kommt, dann gibt es nur noch den Kern. There's not shades of the core. Da gibt es keine Abstufungen, Schattierungen des Kerns. The love of God is absolute love. Die Liebe Gottes ist absolute Liebe. There's no shades of unconditional. Es gibt da keine Abstufungen im Bedingungslosen. This morning I gave you information about the logic of grandness. Heute Morgen habe ich euch Informationen weitergegeben über die Logik der Großartigkeit. It asks you to look inside. Do you have a soul or not? Und euch gebeten, nach innen zu schauen. Habe ich eine Seele oder nicht? And if you do, you cannot deny the grandness of it. Und wenn du eine hast, dann kannst du ihre Großartigkeit nicht abstreiten. It's not a temporary soul. Das ist keine vorübergehende it's Seele. Not shades of a soul. Das sind keine Schattierungen einer Seele. It's not a soul that is different for some of you and others not. Es ist keine Seele, die für die einen anders ist als für die anderen. It's a grand soul. Es ist eine große Seele. A beautiful one. Eine schöne. And so now we start talking about the questions that are often asked. Und nun beginnen wir über die Fragen zu sprechen, die oft gestellt werden. I'll give you three. Ich gebe euch drei. In this little discussion. In dieser kleinen Unterredung hier. Three questions that are often asked by those who are seated in an old energy planet. Drei Fragen, die häufig gestellt werden von jenen, die sitzen in einem alten Energieplaneten. Wringing their hands with difficulty. Die wirklich ihre Hände wringen. Worry. Mit Schwierigkeiten, mit Sorgen, mit Fragen, die sie sich stellen. Sometimes heartbroken. Manchmal sind sie im Herzen gebrochen. And asking these questions of God. Und stellen diese Fragen. And the answers. Und die Antworten. Are not what you think. Die Antworten sind nicht die, mit denen sie rechnen. They're not what you think. Sie sind nicht die, mit denen du rechnest. Dear ones, let me set a premise before I start. Ihr Lieben, lasst mich eine Prämisse setzen, bevor ich beginne. There's nothing new here about God. Es gibt hier nichts Neues über Gott. I'm not going to give you things that have come that were never there before. Ich werde euch nicht etwas geben, was kommt, was es vorher nie gegeben hätte. What I'm going to give you is truth. Was ich euch aber gebe, ist Wahrheit. The change between God and humans is what is happening. Der Wechsel zwischen Gott und den Menschen ist das, was sich gerade ereignet. That perfect, compassionate love is always the same. Diese vollkommene, mitfühlende Liebe, die war immer dieselbe. Never changing. Die hat sich nie verändert. But there's the awareness of the human being that's starting then to shift and change and see it. Aber da ist dieses Bewusstsein des menschlichen Wesens, das sich verändert und jetzt beginnt, das zu erkennen und zu sehen. Beginning of a different kind of truth.
Das beginnt eine andere Art der Wahrheit. One that has spiritual logic within it. Zu sehen, eine, die mit spiritueller Logik kommt. But then one that goes against almost everything that was ever taught. Und die dann doch aber eine ist, die sich gegen nahezu alles wendet, was je gelehrt wurde. Do we dare tell you these things? Wagen wir euch, das überhaupt zu sagen? Oh, we have before. Das haben wir schon getan. And we'll do it again. Und wir tun es wieder. Out of the darkness comes a cry. Aus dem Dunkeln kommt ein Schrei. From a soul in trouble. Von einer Seele, die in Not ist. With a consciousness that is disturbed. Von einem Bewusstsein, das gestört ist. And the cry goes like this. Und der Schrei geht so. Cry on. Cry on. How can we find forgiveness? Wie können wir Vergebung finden? Where is it going to come from? Wo soll die herkommen? What about the forgiveness for myself, for my family, for my children? Where are we going to find profound forgiveness? Was ist mit der Vergebung für mich, für meine Familie, für meine Kinder? Wo werden wir wirklich tiefe Vergebung finden überhaupt? Fall to their knees. Sie fallen auf ihre Knie. And sob. Und schluchzen. What do you say? Was sagst du dann? I will say to that person, forgiveness for what, dear one? Und dann werde ich diesen Menschen sagen, Vergebung wofür, mein Liebes? And then there is the rise of anger, forgiveness for things we've done against God. Dann kommt da ein Schwall von Ärger hoch und der sagt, Vergebung für alles, was wir gegen Gott unternommen haben. For war, for killing. Für die Kriege, für die Morde, für das Töten. Personally, the things we've done for original sin. Persönlich die Dinge, die wir getan haben und für die Erbsünde. God cannot even look upon us. Gott kann uns doch noch nicht einmal anschauen. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. When we gave your soul free choice, wenn wir, als wir deiner Seele den freien Willen mitgaben, don't you think God had the wisdom, glaubst du nicht, dass Gott die Weisheit besaß, to think that you'd make mistakes? Zu denken, dass du auch Fehler machen würdest? Do you think God would then take those mistakes and judge you for the very thing it gave you? Hast du gedacht, dass Gott dich für diese Fehler beurteilen würde, für das nämliche Ding, was er dir gab? Free choice to learn what works and what does not. Freier Wille zu lernen, was funktioniert und was nicht. Free choice is free choice. Der freie Wille ist der freie Wille. I would like to tell you something. The most controversial thing I'll say today. Aber ich möchte euch etwas sagen, und das ist vielleicht das Umstrittenste, was ich heute sagen werde. There is not one among you that needs to be forgiven for anything. Da ist nicht einer unter euch, dem oder der für irgendetwas vergeben werden müsste. You're not dirty before God, dear ones. Du bist nicht schmutzig vor Gott, mein Liebes. The things that you have done, die Dinge, die du getan hast, that God has to forgive you? Von denen du glaubst, Gott müsste sie dir vergeben. Go against humanism. Das geht gegen die Menschheit. Against the things that you have built as a structure for what you believe is correct and incorrect. Das geht gegen die Struktur, die du gebaut hast, wo du glaubst, was richtig ist und was falsch. Oh, wait a minute, Cryon. What about death and killing and war? Aber warte mal, Cryon. Was ist denn mit Tod und Töten und dem Krieg? Don't you think? Glaubst du nicht? That free choice would have included those things. Dass der freie Wille auch das mit einschließt? That perhaps humanism itself would have to go to the bottom of the bottom. Und dass vielleicht die Menschheit selbst wirklich bis an ihre tiefsten Tiefen kommen muss. Before it discovered the beauty of God. Oh, ehe sie die Schönheit Gottes entdeckt. To lift itself out of the depths of what it's done to itself. Um sich selbst zu erheben aus den tiefsten, das was sie sich selbst angetan hat. In order to see the face of God. Um Gottes Angesicht zu sehen. Meanwhile, und währenddessen, the creator of the universe, the one whose soul you represent, da ist der Schöpfer des Universums, sees you as perfect, der sieht dich so vollkommen, and loves you accordingly, und liebt dich and auf entsprechende human, Weise. You can't believe that. Lieber Mensch, du kannst das nicht glauben. All of the things that you consider negative, all die Dinge, die du erwägst und für negativ hältst, must be against God. Müssen gegen Gott sein. Have been against you.
aber die sind in Wirklichkeit gegen dich. Let forgiveness start with yourselves. Lass darum die Vergebung bei dir beginnen. And we have said this before. Das haben wir vorher schon gesagt. Vorher. Can you look around? Schau dich um. And see yourselves. Und kannst du dich dann sehen? As the human race. Als menschliche Rasse. And look in the eyes of one another. Und einander könnt ihr in die Augen schauen. And say, forgive me. Und sagen, vergib mir. I forgive you. Ich vergebe euch. I forgive myself for being so foolish. Ich vergebe mir selbst dafür, dass ich so dumm war. Meanwhile, und währenddessen, God is the same. Ist Gott unverändert. Yesterday, gestern, today, heute, and forever. Und auf ewig. You were born magnificent. Du bist wunderbar. Not dirty. Nicht schmutzig. Controversial. Umstritten. There are those invested in having to be forgiven. Da gibt es welche, die denen daran liegt, dass ihnen vergeben wird. Will harm themselves and beat themselves as though God wants them to punish their own skin. Die werden sich verletzen, die werden sich wehtun, weil sie denken, Gott möchte ihre Haut verletzen und bestrafen. Meanwhile, und währenddessen, God sees you as perfect, sees them as perfect. Gott dich als vollkommen und auch diese Menschen als vollkommen. Because the soul that is inside every single human being is a piece of God. Denn die Seele, die in jedem einzelnen Menschen ist, ist ein Teil, ein Stück Gottes. Sin is something that is a negative creation of itself for humans. Die Sünde ist etwas, das eine Schöpfung des Negativen ist für die Menschen, die sie selbst geschaffen haben. A hierarchy of light and dark for humans. Eine Hierarchie von Licht und Dunkel für Menschen. Cryon, are you telling me there's no rules? Cryon, willst du mir damit sagen, dass es keine Regeln gibt? There is light and dark when it comes to God. There is compassion, there is love. Es gibt Licht und Dunkel, wenn es um Gott geht. Es gibt Mitgefühl, es gibt Liebe. And all that is good. Und all das, was gut ist. And all that is beautiful. Und all das, was schön ist. Emanates from that which is your soul. Strahlt aus dem heraus und bewegt sich von dort heraus, and everything was deine else, Seele ist und auch alles andere. Alles andere. Emanates from that which is human. Kommt aus dem heraus, was menschlich ist. That is the core truth. Das ist die Kernwahrheit. So climb out of that pit that you've created for yourself. Klettere also aus der Höhle heraus, die du dir selbst geschaffen hast. And forgive yourself. Und vergib dir. And get to that point where you start to understand the wisdom that is being given to you at this moment. Und komm zu dem Punkt, wo du verstehst, dass die Weisheit, die dir jetzt gegeben ist, about what you have done, dear ones, to yourself. Über das ist, was du dir selbst angetan hast. Why is it that you have a construct that makes God like a dysfunctional father? Was ist das für eine Konstruktion, die dich glauben lässt, Gott sei ein dysfunktionaler Vater? Loves you beyond love. Er liebt dich über die Liebe hinaus. And then is willing to punish you forever. Er ist doch nicht bereit, dich für alles und auf ewig zu bestrafen. For the free choice that you were given. Für den freien Willen, den er dir mitgegeben hat. It's not logical. Das ist doch nicht logisch. Born magnificent. Wunderbar geboren. That's who you are. So bist du. You're not dirty before God. Du bist nicht schmutzig vor Gott. Lift yourself up and know this. Erhebe dich, ich weiß es. It's a different paradigm, isn't it? Das ist ein anderes Paradigma, oder? Question two. Frage Nummer zwei. Cryon, how can we get closer to God? Cryon, wie können wir Gott näher sein? I feel so far away. Ich fühle mich so weit weg von ihm. Dear ones, this is another paradigm of controversy. Ihr Lieben, das ist ein anderes umstrittenes Paradigma. What have you been told about God? Was hat man euch beigebracht über Gott? There are humans and then there's God. Da gibt's die Menschen und dort gibt's Gott. And don't confuse it. There's a chasm between you. Und bring bloß nicht durcheinander, dass da wirklich eine Linie zwischen euch ist. Das hat man euch beigebracht. And the chasm is so grand. Und diese Spalte, dieser so huge. Unterschied ist so groß und so riesig. You're not even supposed to look upon the face of God. Dass ihr noch nicht einmal in Gottes Angesicht schauen sollt. Bow before God. Beuge deinen. You are told. Verbeuge dich vor Gott. Das wird and dir if you beigebracht. Want to talk to the Almighty,
Und wenn du zum Allmächtigen sprechen möchtest, you better find somebody purer than you who can be the one that will take the message. Dann finde lieber jemanden, der reiner ist als du, der diese Botschaft übernehmen und übermitteln kann. The separation is complete. Die Trennung ist vollständig between you and the Creator. Zwischen dir und dem Schöpfer. Dear ones, that is about the oldest energy we can tell you about. Ihr Lieben, das ist ungefähr die älteste Energie, von der wir etwas wissen. Does not represent the core truth. Sie steht nicht für die Kernwahrheit. It doesn't represent God. Sie steht auch nicht für Gott. It doesn't reflect compassion and love. Sie reflektiert ja nicht Mitgefühl und Liebe. It doesn't reflect the fact that God is inside you. Es ist auch keine Widerspiegelung dessen, dass Gott in dir ist. You're related. Ihr seid verbunden. You're not separate. Ihr seid nicht getrennt. You were born magnificent. Ihr seid wunderbar geboren. And in that you have a direct line to the creative source. Und darin habt ihr eine direkte Linie zur schöpferischen Quelle. Well, crying, it doesn't feel like I do. Aber crying, es fühlt sich nicht so an für mich. And the reason is this. Und der Grund dafür ist folgender. Because for all of these years you've believed those who told you differently. Weil du all die Jahre denen geglaubt hast, die dir was anderes erzählt haben. They wanted you to believe that you were not magnificent. Sie wollten dich glauben machen, dass du nicht großartig bist. That you were unworthy. Und dass du wertlos seist. And in that there could be manipulation. Und da ist viel Raum für Manipulation. Spiritual manipulation. Spirituelle Manipulation. Free choice. Freier Wille. To take even spiritual things into the dark. Sogar die spirituellen Dinge ins Dunkel zu ziehen. The greatest lie that has ever been told by man to man. Die größte Lüge, die der Mensch dem Menschen je erzählt hat, is that you are unworthy to look at the face of God. Ist die, dass du es nicht wert seist, Gott ins Angesicht zu sehen. You are the face of God. Du bist das Gesicht Gottes. A fifth of the world's population. Ein Fünftel der Weltbevölkerung will greet you with a namaste. Wird sich mit Namaste begrüßen. A fifth of the world's population. Ein Fünftel der Weltbevölkerung. They're not living here. Die leben nicht hier. And the namaste will be the greeting. Und das Namaste ist ein Gruß. The God in me sees the God in you and recognizes. Der Gott in mir sieht den Gott in dir und erkennt ihn. That's profound. Das ist tief. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. Where is the unworthiness in there? Wo ist da die Wertlosigkeit? There isn't any. Da gibt's keine. There is an acknowledgement. Da ist eine Anerkennung. That the God in you has a face and it's yours. Eine Erkenntnis, dass der Gott in dir ein Gesicht hat und das ist deins. How do you get closer to God? Wie du Gott nahen kannst? By understanding and cognizing who you are. Indem du verstehst und begreifst, wer du bist. By self-examination of what the lies are that have been given to you about you. Indem du dich genau untersuchst im Hinblick darauf, welche Lügen dir eingeflößt wurden. Untruths created by humans. Unwahrheiten, die vom Menschen geschaffen wurden. To enslave you in a way that you will not then touch the face of God. Um dich auf eine Weise zu versklaven, die dafür sorgt, dass du Gottes Angesicht nicht berühren wirst. For eons, this has been the case. Das geht seit Äonen so. Dear ones, this is what low consciousness does. Ihr Lieben, das ist das, was das niedere Bewusstsein schafft. Corrupts even the most divine principles. Es korrumpiert noch die göttlichsten Prinzipien. You see why this channel is controversial. Ihr seht, warum das eine umstrittene Channeling hier ist. Truth and love. Es ist angefüllt mit Liebe und Wahrheit and the core teachings for the planet Earth. Und den Kernlehren für den Planeten Erde. Question 3. Frage Nummer 3. How do I know I'm loved by God? Wie soll ich wissen, dass Gott mich liebt? I don't feel it. Ich fühl's nicht. How do I really know that there's love there? Wie kann ich das wirklich wissen, dass es Liebe gibt? It's invisible. Die ist doch unsichtbar. How can I know? Wie soll ich das wissen? So many of you are parents. Viele von euch sind Eltern. Imagine a child that is yours. Stell dir ein Kind vor, das deins ist.
about 5 or 6 years of age. 5, 6 Jahre alt vielleicht. And the child has gone to their own room and they are crying. Das Kind ist in sein Zimmer gegangen und weint. You walk in and you start to ask why. Und dann kommst du hinterher und fragst, warum weinst du? The child is simply waking up to the issues of life. Das Kind erwacht einfach nur all den Problemen und Themen des Lebens gegenüber. To emotions and feelings, to dark and light. Gegenüber den Emotionen und Gefühlen, dem Hellen, dem Dunklen. Perhaps what others are saying. Vielleicht gegenüber dem, was andere sagen. Perhaps what their peers are doing. Vielleicht gegenüber dem, was ihre engen Freunde machen. Perhaps they're seeing injustice for the first time. Vielleicht sehen sie zum ersten Mal Ungerechtigkeit. Perhaps they're beginning to examine selfishness or ego. Vielleicht untersuchen sie erstmals Egoismus oder Ego überhaupt. For the first time. Erstmals. And they're upset. Und das regt sie auf. Somebody has said something or done something and it is their life and they are crying. Da hat jemand was gesagt oder getan und es ist ihr Leben und sie fangen an zu weinen. And you say, well, you know, dear, und dann sagst du, weißt du, Liebes, I really love you. Ich liebe dich wirklich. And they look at you like it doesn't make a difference. Und dann schauen sie dich so an, als käme es darauf gar nicht an. Why should that make a difference? Warum soll es denn darauf jetzt ankommen? It doesn't solve anything das löst at the moment, überhaupt nichts im Moment von meinem Problem. And then what do you do next, parent? Und was machst du dann, Eltern? You walk over to them. Dann gehst du zu ihm rüber. And you take them in your arms. Und nimmst es in die Arme. And they feel it. Und dann fühlen sie es. And then all of that trouble drops from them. Dann fühlt es dieses Kind und dann fällt aller Kummer ab, alle Sorge. They feel that unconditional love from you. Dann spüren sie diese bedingungslose Liebe, die du hast. And you say, und dann sagst du, it's going to be okay. Es ist alles gut. And suddenly it is. Und dann ist es das plötzlich auch. And how many times have you done that, parent? Und wie oft, Eltern, habt ihr das schon getan? And that is where it sits, does it not? That's the solution. Da sitzt die Lösung, oder? That is right now the metaphor I wish to use. Das ist gerade jetzt die Metapher, die ich gern benutzen möchte. Are you able? Seid ihr imstande, to let God hug you? Gott von Gott umarmt zu werden. Are you going to stand with what you've been told about how it works? Oder bleibst du da stehen, wie du es gelernt hast? And if spirit comes forward with the arms to encompass you. Und wenn die geistige Welt nach vorne kommt, dich in die Arme zu nehmen. Are you going to hold up your hand and say at some level, no, doesn't work that way? Hältst du dann die Hände hoch und sagst, nee, so geht das nicht, das geht nicht so. God cannot hug me. Gott kann mich doch nicht in den Arm nehmen. I've been told who I am and who God is. Ich habe doch wohl gelernt, wer ich bin und wer Gott ist. But I wish I could feel it anyway. Aber ich würde so gerne es anders fühlen. Relax in the arms of God. Entspann dich in Gottes Armen. And know you're loved. Und wisse, dass du geliebt wirst. If you will let yourself, even for a moment, wenn du dich lässt, und sei es nur für einen Augenblick, into that quantum place, einfach dich fallen lässt in diesen Quantenort, that is the unconditional compassion and love of God, der die bedingungslose und mitfühlende Liebe Gottes ist, your cells will yell these words, I feel loved. Dann werden deine Zellen diese Worte ausrufen, ich fühle mich geliebt. I know I'm loved. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Just like the child. Gerade so wie das Kind. When everything is okay. Wenn alles in Ordnung ist. And that's the truth. Das ist die Wahrheit. In every single one of these questions, in jeder einzelnen dieser Fragen, the human being who asks it, ist der Mensch, der sie stellt, has to somehow be recalibrated out of what they were told. Einer, der irgendwie rekalibriert werden muss aus dem, was man ihm eingeflößt hat. And let all of that misinformation drop to the ground. Damit all diese Fehlinformationen auf den Boden fallen kann. And start thinking about those things which make sense with love. Und dieser Mensch anfangen kann, über all die Dinge nachzudenken, die Sinn machen mit Liebe. Not a judgmental punishing God. Und nicht von einem urteilenden, strafenden Gott. That is separate from you. Kein Gott, der von dir getrennt sei. And not a God that won't hug you. Now, jetzt ist es ein Gott, der dich in den Arm nimmt. And once you start to change the paradigm, und wenn du beginnst, dieses Paradigma zu verändern, and dir, build the core truths from what you feel instead of what you've been taught, und anfängst, diese Kernwahrheit aus dem herauszuentwickeln, was du fühlst, anstelle aus dem, was man dir beigebracht hat, you're gonna live longer.
dann wirst du länger leben. Disease will not attach itself to you. Dann wird die Krankheit sich nicht an dich heften. You'll have peace that you hadn't had before. Du wirst einen Frieden verspüren, den du nicht kennst. You're going to wake up happy. Du wirst froh erwachen. Because you're loved. Weil du geliebt wirst. And the worries of the world. Und die Sorgen der Welt. That's what will be separate from you. Das ist dann das, was von dir getrennt sein wird. Not God. Aber nicht Gott. These are the truths we give you. Das sind die Wahrheiten, die wir euch geben. In a way, perhaps you needed to hear them. Auf eine Art, die ihr vielleicht hören musstet. In a changing energy on this planet that is ready to hear these things. In einer verändernden, sich verändernden Energie des Planeten, die ja jetzt bereit ist, diese Dinge zu hören. These are the core truths that are going to shift even the major belief systems of the planet. Das sind die Kernwahrheiten, die sogar die großen Glaubenssysteme dieser Welt, dieses Planeten verändern werden. Those belief systems, dear ones, are not going to go away. Diese Glaubenssysteme werden jetzt nicht verschwinden. They're simply going to refine and recalibrate. Sie werden sich nur verfeinern und sich neu ausrichten. Start to see it. Beginn das zu sehen. Start to see the softening. Fangt an, das Weichere darin the zu sehen. The rewriting of some of the doctrine. Die Nachgiebigkeit, das Neuschreiben einiger der Doktrinen, die da gelten. Featuring a far more compassionate God. Wobei ein sehr viel mitfühlenderer Gott ins Spiel kommt. One which you can touch the face of. Einer, dessen Gesicht du berühren kannst. Every day. Tag für Tag. And so it is that these things are taught you today. So ist es, wie die Dinge euch heute beigebracht werden. The love and the compassion, Liebe und Mitgefühl, from the core source, aus der Kernquelle. Dear soul, liebe Seele, I know you. Ich kenne dich. And so it is. Und so ist es.